Kapitel 3 Staatsfeind. Joe's Apartment, 10. Februar 1945. Good morning, good morning to you. So, geh ans Telefon, liebe Freunde. Und das mache ich doch glatt. Das mache ich doch glatt. Nur eine Sache muss ich noch ganz kurz machen, Leute. Nämlich mir den Timer einstellen. Moment, sorry. Ich hab nicht dran gedacht. So. Denn es ist ja schön und gut, wenn eine Folge ein bisschen länger geht. Auf Dauer muss das aber nicht sein. Und das ist super interaktiv, das Spiel. Joe Stample, der Luftballkarte mit mir am Apparat. Vito, hier spricht deine Mutter. Meine Mutter? Mama, ich wusste gar nicht, dass du Joes Nummer hast. Von wo rufst du überhaupt an? Hast du schon mit Mr. Pappalardo gesprochen, ob er einen Job hat für dich? Ja, nicht gesagt, so ganz. Ich soll heute bei ihm vorbeischauen. Hoffentlich hat er Arbeit für mich. Gut, Vito. Viel Glück, mio bambino. Okay, ciao, Mama. Ah, unsere Mami ist schon eine Süße. So, dann wollen wir mal zum Herrn Pappalardo. Gewerkschaft. Oh, ja. Ich hab ja gar nichts an. Wir haben ja mit unserer Patte schon allerhand Späßchen angestellt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit diese ganze Community-Strike-Sache vom Sarazar, jetzt finde ich mein Zimmer nicht mehr, mitverfolgt. Ach Moment, ein Schrank ist doch auch hier. Vom Sarazar mitverfolgt. Und der scheint ja tatsächlich, like a fucking Sir, und der scheint ja tatsächlich Community-Strikes für nackte Mädels zu kriegen. Selbst wenn er sie pixelt. Die Dame? Oh! Hallo! Was ist? Läuft nichts im Radio? Kümmer dich um deinen Scheiß! deswegen, wie gesagt, ne? Ihr wisst ja. Was geht hier denn los? Alles gut? Hey! Mach mal leise! Klasse! Folgendes ist bei uns Sache. Deswegen gibt's nämlich kein... Ach, guck mal, der wärmt sich die Hände. Deswegen gibt's bei uns keine nackten Mädels. Schick, schick. Keine nackten Mädels. Weil ich sonst gesperrt werde. Yippie. Irgendwie nur weil sie Autos wären, müssten sie als Linksabbieger nicht darauf achten, dass da Leute geradeaus fahren. Weil ich glaube, es gibt sowieso wenig Sachen, die so scheiße für den, so schlecht, wir sind ja eine Familienshow, ah ne, ist ab 18, das Spiel, so scheiße für den Blutdruck sind wie...
wirklich zurück. Ah, hiermit. Ha, genau. Was ist hier? Aha, ganz chillig. Hätte aber gern was mit Text. Oh. Ja, Jazz und Blues ist doch voll mein Ding. Da bin ich doch auf jeden Fall dabei. Da lasse ich mich doch nicht lumpen. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen vom Gaspedal. Oh yeah. Da, badabadum. Idiot! Ah. Da will man ja einfach illegal links überholen und dann wehrt sich der Drecksack. So, hier ist aber alles in Ordnung. Nichts zu sehen, Officer. Oh yeah. So, dass ihr mir nicht in hier das Auto klaut. Ne? Hier, vor allem du nicht. Oh, hu, scheiße. Wie mache ich das denn wieder weg? Faust, so. Ja, durchs Auto fahren bin ich jetzt gerade noch ein bisschen hier gepsychot. So, hier geht's mal hoch. Und auf geht's. Mal schauen, was der Herr. Ja, oh, ist hier gerade ein schönes Steak. Ziemlich große Porn, lebt wohl nicht so gesund. Was der Herr zu sagen hat, der liest hier den Playboy, ist also auf jeden Fall sehr seriöse Umgebung. Hey, mach die Tür zu, es zieht. Ja, was willst du? Ist ja okay, ja, Kleinkrawatte. Ach ja? Wieso? Ich heiße Vito Scaletta. Mein Vater hat für ihn gearbeitet und ich suche einen Job. Darum bin ich hier. Tja, dann bist du hier richtig, Söhnchen. Erstmal einen Schluck Selters. Du kannst direkt zu mir sagen. Ich glaube, ich kenne deinen Vater noch. Guter Mann, hat nur gesoffen wie ein Loch. Wie geht's ihm denn so? Er ist tot. Ah, naja. Irgendwann müssen wir alle abtreten, oder Steve? Weiser Mann. Sicher, Derek. Du brauchst also Arbeit, hä? Hast Glück, Junge. Wir haben gerade eine neue Ladung bekommen, die gelöscht werden muss. Steve wird dir alles zeigen. Und jetzt verzieh dich, mein Steak wird kalt. Moment, nur, dass ich das richtig verstehe. Eine verdammte Ladung. Komm mit. Eine verdammte Ladung, die gelöscht werden soll. Wir sind Vito Scaletta. Wir haben nicht nur einen epischen Namen, wir sind auch episch. Naja, man soll ja keinen Job verteufeln, bevor man ihn gemacht hat. Ne? Deswegen laufen wir hier mal schön. Like a Sir lang. Noch nicht so. Pack den Stapel Kisten hier auf den Laster. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Jetzt im Ernst. Ach, das ist so unter meiner Würde. Welcher Truck? Ach, der Truck. Das Stimmchen gibt dir gerade nach. Ich habe so viel gerufen. Ich habe halt Fußball gespielt mit ein paar Freunden. Wie renne ich hier denn eigentlich nochmal in dem Spiel? Was ist denn das? Ich kann gehen, wenn ich genug habe. Ach, wisst ihr was? Ich habe genug. Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner. Scheiß Gewerkschaft. Nie wieder blicken. Ha. Bei Barbara und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du. Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße, niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und eine Kisten schlenden. Korrekt. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Für mich gerade wie am Anfang eines Pornos. Allerdings ein sehr ekliger. Ach klasse, hier gibt's Pfeifen zu kaufen. Naja, darum geht's jetzt nicht. Ah, mach hin, Opa. Ah, vielleicht mach ich mal ein bisschen längeres Völkchen. Was ist? Ja, hier direkt erstmal rülpsen. Auf körperliche Betätigung.
Willst du mich verarschen? Sagt, er arbeitet für Joe Barbaro. Blödsinn. Wer würde den Kisten schleppen, wenn er für Joe arbeitet? Ja, deswegen mache ich es ja nicht. Mal ein bisschen genauer erklären, Söhnchen. Komm, schieß los. Meine Mutter will, dass ich mir eine ehrliche Arbeit suche, aber hier verdiene ich einfach nicht genug. Ich trinke übrigens Selters, damit ich später nicht so aussehe wie der Fette. Oder Steve? Sicher, Derek. Sicher, Derek. Bestimmt meint sie, dass Joe ein schlechter Umgang für dich ist, habe ich recht. Korrekt. Meine Mutter war genauso und schau, was aus mir geworden ist. Ein dreckiger Schmiersack. Ich habe das ganze verdammte Hafengebiet unter Kontrolle. Wie geht's, Joe? Hässlichen Schweinsäugler. Ganz gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Na, wir sind in der gleichen Gegend groß geworden. Ich bin gerade aus dem Krieg zurück und bei ihm untergekommen, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Hör zu, du wirst verstehen, dass ein Mann in meiner Position vorsichtig sein muss. Sicher. Geht klar, Fetti. Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich Joe anrufe. Nur zu. Wo habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist er. Ah, der Joe, der verrät uns nicht. Der Joe ist ein guter Mann, guter Mann. Er ist vielleicht nicht da. Das wäre gar nicht gut. Ja. Na gut, zur Not können wir es auch mit den beiden Schlappschwänzen hier aufnehmen. Hier ist Derek. Hör mal, hier ist so ein Grünschnabel. Wie heißt du nochmal? Vito. Vito. Scaletta. Er sagt, er wäre ein Freund von dir. Ein guter Freund. Ja. Nur auf Nummer sicher gehen. Aha. Okay. Kriegsheld und alles. Gut, alles klar. Danke, Joe. Wir sprechen uns später. Entschuldige, mein Sohn, musste sein. Joe sagt, du kommst gerade aus Italien zurück. Korrekt. Du brauchst ein anständiges Auskommen. Wenn du ein bisschen über Tarif verdienen willst, habe ich was für dich. Die Jungs hier im Hafen sollen eigentlich eine monatliche Gebühr fürs Haareschneiden zahlen, aber die Hälfte von ihnen blecht nicht. Ist der den ganzen Tag noch Schnitzel? Jemand, der ihre Zahlungsmoral hebt. 10 Mäuse pro Mann. Und wenn sie keinen Haarschnitt wollen? Tja, dann musst du sie zu ihrem Glück zwingen. Verstehe. Und wenn einer Ärger macht? Dann schlägst du ihn kurz und klein. Sagen wir, du erteilst ihm eine Lektion, aber so, dass er morgen wieder zur Arbeit gehen kann. Deshalb lassen wir da auch den guten Steve nicht ran. Oder, Steve? Sicher, Derek. Mindestens 150 eintreibst, gebe ich dir 50. Das ist doch kein schlecht verdientes Geld dafür, dass du an der frischen Seeluft bist und neue Bekanntschaften schließt. Steve ist ein Lappen. Na, wie wär's? Ja, klar, lass mal. Besser als scheiß Kisten schleppen. Okay, dann also los. Recht hat er. So, ich muss gerade erstmal nochmal. Steuerung. Maus? Was Maus? Controller, Bitch. Deckung ausweichen. Aktion verspotten. Ach, so kann man verspotten. Das ist ja schön. Nachladen, schießen. Karte. Da ist Sprinten. Super, also die Belegung ist ein bisschen komisch, aber da gewöhne ich mich lieber dran, als dass ich sie da ändere. Also so beleidige ich im Kampf, okay. Ja, dann wollen wir mal raus hier, ne? Ah, natürlich, ich renne erstmal gegen die falsche Tür. Da weiß der Herr genau, ich bin der richtige Mann für jeden Job. Oh, sag mir nicht, dass ich die Treppe verpasst habe. Sorry, Leute. Bitte hatet mich nicht. Ach, da vorne ist ja die Treppe schon. Ich wollte jetzt eigentlich so cool rüberhüpfen, aber ganz so freestylig ist er dann noch nicht drauf. Wen haben wir denn da? Hallo, die Herren. Na? Ich komme wegen der Kohle für den Haarschnitt. Ich wollte ihn bezahlen. Er ist ein ziemlich guter Friseur. Danke. Ist das Beste für alle.
Sehr guter Mann. Was lässt sich noch mal so mit dir reden? Hat schon geblecht. Korrekt. Du? Hey, Kumpel, Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Schon wieder? Ich geh nicht mal zum Friseur. Hier, gib's diesem Halbsabschneider. Das nächste Mal zahl pünktlich, okay? Danke. Sonst gibt's Stresschen. Stresschen mit dem Vito. Na, hey, Fetti? Derek will das Geld für den Haarschnitt. Da bist du bei mir falsch, Kumpel. Meine Frau schneidet mir die Haare. Schön für dich. Aber hier lässt du dir die Haare schneiden, wenn Derek es sagt. Genau, Meister Eder. Okay, schon gut. Hier hast du dein Scheißgeld. Das hast du ja anders überlegt. Was eine Pussy, ey. Da habe ich ja einmal kurz anberührt und sofort macht er hier so ein Terz. Kumpel, Derek meint, du sollst den Haarschnitt. Ah, Blackie will wohl nicht. Ey, Arschloch, ich bin nicht in Stimmung. Geh mir aus den Augen, bevor es dir leid tut. Keine Chance, Kumpel. Derek will seine Kuh. Derek kann mich mal. Was soll der Fettsack schon machen? Mich abmurksen? Na, der Fettsack vielleicht hast nicht. Du gesagt. Warum versuchst du es dann nicht, Arschloch? Los, du Fa... Oh, ich wollte ihn gerade beleidigen. Los, du Heulsuse. Zeig sie! Darauf freue ich mich schon. Na los! Komm schon! Das hätte ich nicht sagen sollen. Ha? Wie gefällt dir das, Fetti? Ha? Au, oh. Das werden deine Kinder noch spielen. Komm schon. Komm, wir wollen den Leuten noch was bieten, oder? Komm schon, du Pussy, hä? Zeig mal, was du drauf hast. Komm aus deiner scheiß Deckung. Dann kann ich dir mal zeigen, wie man das bei mir in Italien macht. Mit Vito Scaletta ist nicht zu spaßen. Bam! Ich hoffe, die zahlen jetzt. Okay. Hat noch jemand ein Problem damit, seinen scheiß Haarschnitt zu zahlen? Hä? Ah, Leute, mit Vito legt man sich besser nicht an. Na, ihr? Dem seine Kohle hab ich schon. Hat er gerade dem seine gesagt? Ich hoffe nicht, ich mochte Vito bisher so. Hier ist das Geld, Boss. Gute Arbeit. Hier ist dein Anteil. Wie du das mit Bill geregelt hast, beeindruckend. Steve hätte sich beinahe eine blutige Nase geholt, als er sich mit ihm angelegt hat. Oder Steve? Sicher. Hier ist eine Sondergratifikation. Danke. Dafür, guter Mann, dass du den Kerl zur Raison gebracht hast. Jetzt verschwinde, Jungchen. Ich muss wieder an die Arbeit. Und sag deiner Mama einen schönen Gruß von mir. Sag ihr, du bist ab sofort mein neuer Assistent. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Ja, so macht man Karriere in den US und A. Joe hat eine Nachricht für dich. Du sollst ihn bei Freddy's treffen. Und liebe Freunde, zu Freddy's Bar in Little Italy und zu Mami zu Hause, während wir der den Friseur bezahlt, freigeschaltet hat, haben. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr freut euch schon genauso wie ich. Ich habe hier auf jeden Fall bisher ordentlich Spaß, auch mit den hübschen Pin-Ups zusammen. Ist das hier wirklich eine Freude. Und ja, bin mal gespannt, was der gute Herr zu sagen hat. Also, ihr wisst ja. Ciao, Mafiosi, und bis zum nächsten Mal.